Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Kinas! Wir haben wieder die weiße Kiste am Start und wieder ein aufgebrauchtes Video. Ich glaube, ich habe mir vorher ein paar suchen müssen. Das letzte, das ich jetzt in 2019 drehe, ich weiß tatsächlich nicht, ob ihr es schon in 2019, ob ihr es noch in 2019 seht. Aber. Oh, die riecht voll doll, die Kiste. Es ist wieder einiges leer geworden und ich dachte mir, gehen wir ohne Altlasten. Gehen wir ohne Altlasten ins neue Jahr, deswegen gucken wir das jetzt durch und dann kann ich es vertun. Fangen wir an, Isana Cremebad, romantische Rose. Das, halt Isana, ne? Gab keinerlei Hautunverträglichkeiten, war relativ ergiebig, auch wenn ich finde, Sachen, die sind ergiebiger, aber die Flasche ist halt einfach super groß. Und günstiger Basezusatz halt nie. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich habe hier dieses Parfüm leer gemacht. Das kennt ihr auch vielleicht aus einem meiner Hauls. Ich muss sagen, ich war rückwirkend ein bisschen enttäuscht davon. Ich finde, das hat super gut gerochen. Das ist von Elisabeth Arden. Vielleicht heißt es auch Elisabeth, die gute. Green Tea. Nectar and Blossom. Ich finde, der Duft verfliegt super, super schnell. Und das fand ich irgendwie mega schade. Also, der hat echt lange gehalten. Würde ich mir auch nicht nochmal nachkaufen. Das ist auch leer geworden von Becker. Das Hydra Mist Silent Refresh Powder. Das ist das, was so nass ist. Und am Anfang, Leute, das war so ein Mindfuck-Moment, als es nass, also dieses Puder nass war. Ich muss sagen, ich komme mit dieser ganzen Verpackungsgeschichte und diesem komischen Netz nicht klar. Das hat mich überfordert. Ich muss auch gestehen, ganz viele Leute sind richtig begeistert davon. Ich gehöre nicht so dazu. Durch das Nasse weiß ich irgendwie, wusste ich nicht, wie ich, weiß ich auch nicht, ich war überfordert damit und zum Schluss ist es ja auch nicht mehr nass, sondern es ist halt Puder und ich würde es mir nicht nochmal kaufen, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gibt auf jeden Fall Schlechteres, aber irgendwie, ha, Leute, tonnenweise Wimpern. Ich habe aussortiert und umgeräumt und weiß ich nicht was, ich verlinke euch das Video mal und dabei sind auch ein paar Wimpern aussortiert worden, beziehungsweise die waren schon aussortiert. Sind die anderen vielleicht nicht rausgekommen? Ja. Komisch. Und, also die sind quasi einfach nicht mehr tragbar. Man kriegt sie nicht mehr sauber und es funktioniert nicht mehr. Das sind einmal die hier von Pinky Rose Cosmetics. Ich meinte irgendwie, ich habe auch noch das zweite Paar. Na gut. Ach, ja, da weiß man ja immer nicht genau, wie die heißen. Ne? Also auf jeden Fall die hier. Ich fand die sehr, sehr schön. Ich habe die super gerne getragen. Ich habe die relativ schnell runtergewirtschaftet, wie ihr wisst. Das Problem ist halt, dass der Shop aus den, also dass die aus den USA kommen. Und jetzt für zwei Paar Wimpern würde ich mir das nicht antun. Aber wenn es die irgendwie mal leichter in Europa zu bekommen gäbe, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und ihr seht schon, House of Lashes. Ich habe eine Zeit lang mega viel House of Lashes Wimpern getragen. Das sind übrigens hier, das sind die Boudoir. Das sind die Iconics, das sind auch Boudoirs und das sind die Starlet Lashes. Und ich finde, gerade wenn jemand richtig dolle, dichte Wawa-Wum-Wimpern mag, sind die auf jeden Fall was. Die haben ein sehr, sehr dickes Wimpernbändchen, würde ich euch auf jeden Fall mit Eyeliner empfehlen. Die Boudoir, ich mag die Form nicht so für meine Augenform, muss ich ehrlicherweise gestehen. Die Iconic mochte ich lange sehr, sehr gerne, aber die wurden abgelöst tatsächlich von den Starlet. Und ich habe mir auch noch mal nachgekauft bei House of Lashes, Wimpern von House of Lashes. Und ich kann euch die nur wärmstens empfehlen. Was leer geworden von Jeffree Star, das Velour Lip Scrub in Watermelon Gum. Ich mag das an sich, aber ich finde, es hinterlässt so einen schmierigen Touch irgendwie. Und das hat mich verwirrt. Also es war natürlich super giebig, das ist ein riesen Pot. Und ich muss sagen, jetzt alle Lippen-Scrubs, die ich getestet habe, glaube ich tatsächlich, dass mir die von Lush am besten gefallen. Ich habe auch noch eins, also aktuell habe ich eins von Essen im Benutz und danach gehe ich wieder auf eins von Lush. Und darauf freue ich mich. Thema Lush. Leer geworden ist auch von Lush die Haarmaske Marilyn. Die ist mir wärmstens empfehlen worden von einem Verkäufer dort für blonde Haare. Ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr so maßgeblich blond, mehr nur noch so, sagen wir mal, ein Drittel blond. Aber Leute,
ich war so immer vorne. Das Zeug ist mega flüssig. Und also ich habe halt schon 70 cm Haare, ne? Und dann ist es so, dieses, ja, tunke ich das da jetzt so rein oder kippe ich mir das über den Kopf? Und dann war es natürlich auch mega schnell leer und es hat ein bisschen strange gerochen. Und es hat jetzt auch nicht Wunder für meine Haare getan. Also ich, für mich war es einfach zu flüssig. Ich konnte das nicht handeln. Was ich ganz schön finde, ist immer hier diese Containeraktion. Wir hatten am Markt auch was zum Rasieren gekauft. Und jetzt haben wir schon insgesamt 3 Containerzamme. Und bei 5 kann man so zurückgeben und dann kriegt man was. Ich würde so machen, auch wenn man keine 5 hat und man will die Dinge einfach los sein, dann gibt es so zurück. Ist auf jeden Fall besser als wegschmeißen. Finde ich ganz cool. Was ist hier drin? Jo. Kontaktlinsen. Das sind die schwarzen mit diesen Sternen drin. Ich weiß nicht, ich bin nicht eure Mutter. Ich glaube, ich sollte es euch nicht erzählen. Benutzt Kontaktlinsen nicht sinnlos dumm lange, weil das ist nicht gut. Es gibt verschiedene Laufzeiten für Kontaktlinsen. Beschäftigt euch damit, wenn ihr euch welche kauft. Meine waren auch mit Sehstärke und ich mochte die sehr gerne. Ich bin super oft darauf angesprochen worden, wenn ich die drin hatte. Mochte ich sehr gerne. Und ja, PS, mein Favorite Shop, was Kontaktlinsen angeht, ist, ich sag immer UNESCO, aber das ist falsch. Weil das kann gar nicht so sein, weil da ist ein Q drin und ein I und ich überfordere das, aber ich schreibe es euch mal hier hin. Eins meiner absoluten Lieblingsprodukte ist leer geworden, und zwar von NYX, der Glamliner Aqualux in Glar 04 in Gold. Das ist der goldene. Ich habe den geliebt. Den habt ihr bei mir schon in Jahresfavoriten und sonst wo gesehen. Tolles Produkt, aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Und das finde ich richtig schade. Falls es den noch irgendwo gibt, lasst es mich bloß wissen. Mir jetzt einen anderen goldenen Eyeliner gekauft. Weil ich damit irgendwie nicht einig geworden bin. Dann habe ich von Mario Badescu. Voll Visco Girl mäßig. Ein Spray leer gemacht. Und das hier ist jetzt das mit Aloe, Herbs and Rosewater. Das war das Rosane, meine ich. Das ist ja so ein Dreier-Set gewesen. Das Grüne mochte ich am liebsten. Und ich muss sagen, das hier mochte ich auch mehr als das Beispiel, was ich gerade vom Sazan verwende. Aber ich mochte das Grüne mehr. Diese Umschreibung. Bin ich begeistert von mir selber. Außerdem ist was aus meinem Glow-Gold leer geworden. Das ist voll krass. Das Gefühl bald wieder Glow und unser Eins schafft noch einige Sachen von diesem Jahr. Und zwar von Ju, von der guten X-Later. Hier diese Maske. Die fand ich ganz süß. Süß ist so das richtige Wort. Ich finde das Packaging hier oben mit diesem Ding so ein bisschen fragwürdig und diesem anderen, was man da so reinkippen kann und so. Aber ich würde sagen, das ist ein solides Produkt. Ich weiß nicht genau, was das kostet. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja 2 Glowbeutel hatte, weil der Mac ja mit war, bin ich da noch dran, ob ich mir die dann nachkaufen würde. Weiß ich nicht. Aber sie hat es jetzt gut getan. Hier ist noch eine Sache leer geworden und zwar von Maui. Das ist jetzt der Conditioner und der steht jetzt auch noch stellvertretend für das Shampoo. Das Shampoo hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und dabei ist das eigentlich für also das ist eigentlich, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Der Conditioner war okay, den konnte man mitverwenden, den haben wir jetzt leer gemacht. Das Shampoo hat dann netterweise Marc verwendet, wenn er sich auf die Haare auswaschen wollte vom Gegelten oder so. Aber irgendwas. Eine Sache, die ich okay fand, die ist hier diese Augencreme von Lovely. War auch in dem Glowbeutel drin. Man muss keine Augencreme verwenden, weil es auch nur Haut ist, halt ein bisschen dünnere Haut. Aber theoretisch könnt ihr da auch ganz normale Creme verwenden. Ich habe tatsächlich meistens eine, weil ich so ich habe so Allergieprobleme und dann ist das Gedöns in meinen Augen, ist ein bisschen anstrengend. Die fand ich okay. Ich fand es mit dem Applikator gut aufzubringen und da kam auch noch eine gescheite Portion raus. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber ich fand es jetzt nicht so toll, dass ich ein bisschen mehr nachkaufen würde. Und ich habe sogar die zweite quasi in mein also die habe ich mit verlost. Also ich habe sie quasi verschenkt. So super fand ich es dann doch nicht, dass ich sie nochmal verwenden wollte. Weil Augencreme, ne, das braucht halt so ewig auch bis das leer ist, das Zeug. Das sieht jetzt nicht so schön aus, aber 2 Holzzahnbürsten sind leer geworden. Das hier, The Dentrips. Toll, jetzt kann ich nicht mal sagen, was das für. Die habe ich aus dem Internet und die hat so Naturborsten. Und das ist
entweder die von, nee, das ist nicht die von Hydrofil, die habe ich aus dem DM. Und ich muss sagen, ich bin ja komplett auf Bambuszahnbürsten umgestiegen und teste mich da gerade durch. Ich verwende gerade die zweite davon. Eigentlich hatte ich für Marc und mich immer jeweils zwei gekauft, dass wir mal durchtesten können. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Ich finde bei denen, die sehen so ein bisschen mitgenommen aus, weil es halt Holz ist, deswegen ist es so glatt. Ich finde, der Kopf ist wahnsinnig groß. Die von Hydrofil und auch die hier fand ich besser. Die ist, also es guckt schon das Größenverhältnis an, ne? Jetzt einfach Unterschiede. Hier würde ich fast sagen, testet euch mal durch. Hier ist natürlich das bloße Naturborsten, haben die jetzt nicht. Aber wie gesagt, Hydrofil oder die hier. Das sind, die gab es zusammen mit diesen Tabs. Meine, das ist. Das ist die. Aber an sich, auf jeden Fall, wenn ihr keine elektrische Zahnbürste benutzt, sondern Handzahnbürste, kann ich euch trotzdem sämtlichste Holzzahnbürsten empfehlen. Außerdem ist wieder leer geworden, das Micellenwasser von Garnier. Das Grüne ist mein Lieblings, muss ich sagen. Ich habe dieses Milchige gekauft, weil ich dachte, revolutionär. Das war voll die scheiße Idee, Leute. Nächste Mal wieder. Den ganzen Sammelsurium an Kleinzeug. Ich hatte mir auf der Glow hier von diesem Ice Bear, ich weiß nicht genau, was die Marke ist, das ist SNP, Masken gekauft. Die fand ich beide ganz gut, die waren ganz nett. Waren jetzt auch nicht weltbewegend, aber waren ganz gut. Dann habe ich von Garnier hier diese Augentuchdinger leer gemacht. Bei so Sachen fällt es mir immer voll schwer, wie packe ich die richtig hin, ohne dass sie wegrutschen, aber so, dass das auch was bringt. Aber das habe ich gefühlt bei jedem von den Problemen. Dann habe ich von John Frieda hier das Repair und Detox Maske für die Haare gemacht. Das war irgendwo als Probe mit drin in der Zeitschrift oder so. Weiß ich auch nicht genau. Da habe ich nicht mal mehr eine Meinung zum Kopf. Also muss es relativ durchschnittlich gewesen sein. Das war irgendwo so als Testding drin, ich glaube in der Zeitschrift. Dann habe ich noch von Dresden Essence eine Gesichtsmaske leer gemacht, die ich geschenkt bekommen habe. Bei so Sachen finde ich es immer voll problematisch, wenn ich in der Badewanne sitze und dann schwitze ich die immer runter. Und dann haben, ja, schwierig. Und von TT Sepp, das Wintermärchen. Ich mag die Dinger von TT7 sehr gerne zum Baden. Das war mein Adventskalender. Durch das Nicht-Aufnehmen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was alles mit drauf ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass alles mit drauf ist. Und ansonsten schmeiß ich jetzt weg und ihr erfahrt nicht, was ich noch so alles aufgebraucht habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, gell? Macht's gut und lasst mir gerne ein bisschen Liebe da.